Ja, hallo meine Lieben und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Herr der Ringe Return to Moria mit dem Gelbo und seinem unglaublich traurigen Zwerg, dem Grimbo. Schön, dass ihr dabei seid. Wenn ihr die letzten Videos geschaut habt, dann wisst ihr, warum der Grimbo traurig ist. Grimbo traurig ist, weil wir suchen Sonnensteine und irgendwie ist uns da kein Glück heute. Kein Problem, wir machen uns weiter auf die Suche und werden heute Zwergenwege weiter erforschen. Ich habe gesehen, hier vorne, wenn wir ein Stückchen weitergehen, im nächsten Raum ist eine Schmiede von Norgord. Da werden wir gleich mal hingehen. Das schauen wir uns auf jeden Fall an. Aber meine Taschen sind extrem voll. Das bedeutet, wir bauen uns hier eine kleine Zwischenbasis ein. Ich habe schon mal angefangen, ein kleines bisschen Holz abzubauen, weil wir nicht mehr so viel haben. Aber dank des alten Orklagers können wir uns jetzt ein bisschen holen. So, jetzt würde ich mir ein kurzes Lager bauen. Ein Lager bauen. Einfach nur einen. Jetzt fehlt uns Stein. Super gute Sache. Schade. Ich habe gedacht, ich könnte mir einen Kartenstein bauen. Warum fehlt mir jetzt Stein? Aber Stein kriegen wir doch hier raus. Ist doch kein Thema. Dann bauen wir ein bisschen Erde ab. Und ich glaube, das gibt auch immer ein bisschen Stein. Mach mal eben schnell. Ich glaube, das war ja nicht so viel. Auf wie viel Stein haben wir? Könnte das schon reichen eventuell? Na, wo sind denn die Steine? Da unten 21 Steine. Das reicht doch bestimmt. So, Kartenstein ist wieder machbar. Nochmal. Warum kann ich jetzt hier nicht bauen? Ich habe ein Lagerfeuer. Und jetzt funktioniert es auf einmal. Sehr, sehr merkwürdig. Kartenstein reisen. Manchmal funktioniert es, manchmal nicht. Die Technik spielt nicht immer mit. Zurück zu meiner Base. So, da sind wir auch schon zurück in unserer Basis. Ich schaue einmal ganz kurz, was ich in den Taschen habe. Ich mache die Taschen einmal grob leer. Wollte gerade sagen, was liegt denn da rum? So, Gold packen wir nach draußen. Wir hatten doch hier irgendwo Gold, oder? Haben wir Gold? Goldlager. Na, du sollst dich bauen, du sollst einlagern. Na, bring dein Gold weg, mein Lieber. Was haben wir noch? Wir haben ein bisschen Gold. Vielleicht müssen wir jetzt mal neue Schätze bauen, damit wir das hier auch mal wegkriegen. Ich weiß gar nicht mehr, wohin mit dem ganzen Kram. So, den Pfeil schmeißen wir mal rein. Wir haben Quarz, das sind Edelsteine. Ja, ja, ich weiß. Das pack rein, rein, weg, weg, weg damit. Edelsteine weg. Wir haben coole neue Pilze bekommen. Wir schauen mal gerade, ob wir das hier irgendwo noch mit untergebracht kriegen. So, auch den Hafer weg. Ich wollte mir noch Bier brauen. Kannst du das nicht mehr darauf packen? Doch, kannst du. So, Leder können wir auch noch einpacken. Wir haben Pastinake. Pastinake. Sehr merkwürdig. Also manchmal funktionieren Dinge nicht, die eigentlich funktionieren sollten. So, das hier geht auch. Ich muss die Sachen gerade von Hand rüberschmeißen, weil es einfach anders nicht geht. Sehr komisch, mysteriös. Ich weiß nicht, warum das Spiel zum Ende hin solche Schwächen an den Tag legt. Das hat es doch die ganze Zeit eigentlich gar nicht gemacht. So, wir haben einiges weg. Holz müssten wir uns irgendwo nochmal besorgen. Ich glaube, ich habe nicht mehr viel Holz. Was hatte ich jetzt noch hier? Ich wollte doch gerade noch Eisenerz auspacken. Genau, Eisen hatten wir hier. Einlagern, bitteschön. So, Leder muss noch weg. Und ein paar Barren können wir auch wegpacken. Wir müssen nicht so viel mit rumschleppen. Ich hätte sehr gern einen Button zum automatisch sortieren. Das können so viele Spiele schon. Wäre cool, wenn dieses Spiel das auch könnte. So, hatten wir noch Scharnorbarren? Ich glaube, ja. Wir packen mal ein paar weg. Was ist das? Kersatzstahlbarren? Die können nach hier. Eigentlich können wir mal alle... Ja, komm, wir packen mal alles weg. Auch die Scharnorbarren packen wir weg. Wenn wir uns dann mal irgendwann überfahren... Wenn wir uns dann irgendwann mal die große Brautonne reparieren wollen und können, dann holen wir das halt einfach wieder ab. Aber dafür fehlt uns ja noch der passende Hammer. Vielleicht gibt es den ja in der Schmiede gleich. So, wir packen uns etwas zu essen drauf. Dann würde ich sagen, wir schlafen gleich auch noch einmal kurz. Wir reparieren uns und dann geht es auf jeden Fall weiter in die neue Schmiede. Und ich bin gespannt, was uns dort erwartet. Ah, meine Nase. Leute, ich weiß nicht, was das ist. Ich weiß es nicht, das verfolgt mich aber irgendwie jedes Mal nur, wenn ich aufnehme. Das ist doch äußerst mysteriös. Vielleicht habe ich eine Allergie
gegen zu viel quatschen. Na gut, das sollte reichen. Wir haben ein bisschen gegessen. Das sollte reichen. Und dann machen wir uns jetzt nochmal auf den Weg. Die Einöde von Durins Fluch. So, irgendwo wird hier auch ordentlich gekämpft. Ich weiß nicht wo. Aber das soll mich jetzt nicht weiter interessieren. Wir gehen Richtung Schmiede. Nimm dir die Fackel wieder in die Hand. Beziehungsweise pack sie dir ruhig hinten rein. Wo ist denn das, Leute? Krass. Ist das hier oben? Ich sehe es nicht. Ich weiß es nicht. Was haben wir hier alles rumliegen? So, auf jeden Fall haben wir hier wieder eine relativ große Schmiede. Und ich... Somewhere in the Balrog's Wake. The Orcs must have it. They've overrun Dwarodelf. Ich dachte, ich hätte schon alle Axtteile, Leute. Sehr, sehr interessant. Okay, anscheinend fehlt mir noch eins. So, ich schau mal gerade kurz, ob wir die Reparatursachen für die Schmiede hier finden. Nicht, dass ich wieder an allen vorbeilatsche und mich nachher wundere. So, hier haben wir schon mal das Tarnrad. Und schmeiß es schon mal darüber. Das gehört doch sowieso da hinten hin. Was machst du da, Zwerg? Ich muss diese eine Taste unbedingt mal anders belegen. Aber das sage ich schon, seit ich das Spiel begonnen habe, glaube ich. So, bist du stark genug, das da hochzuwerfen? Wahrscheinlich nicht. Wir gehen mal... Aber ich denke, wir müssen uns hier irgendwie behelfen. Mal gucken, ob wir das irgendwie geschickt hochgeschmissen kriegen. Schaffst du nicht, ne? War klar. Dann bauen wir uns hier auf jeden Fall eine kleine Rampe dran. Dann kriegen wir das auch hin. So, weiß es dort hoch. Und ich hoffe, es bleibt liegen. Jawohl, hervorragend. Super gemacht, der Zwerg. Super gemacht, habe ich gesagt. Aber schmeiß vernünftig. Ach, das geht doch nicht. Das gibt's doch nicht. Kriegen wir das jetzt echt nicht da oben hoch? Nein. Das ist sehr schade. Da muss ich mir noch mehr was anderes einfallen lassen. Wie kriegen wir das denn jetzt am geschicktesten da hochgeschmissen? Überlegen, Zwerg. Vielleicht bauen wir uns von hier draußen da dran. Oder ist hier noch eine Leiter, eine andere Treppe oder irgendwas? Nein, hier geht's nicht weiter. So, wir probieren das mal. Leg's mal ab. Nicht werfen. Leg es einfach ab. So, ich denke mal, wir bauen uns hier eine Plattform. Und eine... Halleluja, was machst du denn da, Zwerg? Also eine ein bisschen hier nach oben versetzt und eine wollte ich hier etwas weiter unten haben. Ungefähr so. Hilft mir nicht wirklich. Hilft mir alles nicht. Mann, Leute, was mache ich denn hier? So, wir kriegen das hin. Ich bin mir sicher. Hack's nach dort. Und reiß diesen hier wieder ab. Nimm das Holz, du hast nicht mehr so viel. Alles klar, so, bau dir die Plattform so dran. Wie hatte ich das denn beim letzten Mal gemacht? Ich will dich nicht werfen, ich will dich einfach nur ablegen. Warum kann ich dich nicht ablegen, du blödes Ding? Ach so, Moment mal. Wie hatte ich das denn gemacht? So, und dann wechseln. Genau, so war das. Leute, manche muss man einfach sich wieder erinnern. So, in die Waffe und dann liegt es dort oben. Und genau so kommen wir auch hier hoch. Zeit vertrödelt. Zahnrad eingesetzt. Ich finde wirklich, man hätte sich für solche Geschichten ein bisschen mehr Einfallsreichtum an den Tag legen können. Wieder in Drachling, das ist doch nicht wahr. Ich bin auch gerade da reingekommen, da war doch noch keiner da. Wo ist denn das kaputte Rohr gewesen? Müssen wir wahrscheinlich hier hoch.
Ja, das machen wir alles zu Fuß. Ach, Drakes. Drakes, mal wieder. Mal wieder Drakes. So, das kommt mir auch sehr bekannt vor. Irgendwie sieht das tatsächlich immer gleich aus, Leute. Schade, schade. Das hätte man... Nein, lass mich in Ruhe. Ach, ich will nicht kämpfen. So, pack das nach hier. Na, geht das vor. So, einmal hier dran. Zack. Und dann hoch, mein Lieber. Das kriegen wir irgendwie hin. Das kriegen wir auf jeden Fall irgendwie hin. Nein. Lass es nicht runterfallen. Lass es. Au, verdammt nochmal. So. Und hoch, hoch, hoch. Und schnapp's dir. Kämpfen tun wir später mit dir. Wir haben uns nicht auf einen Kampf mit einem Drachling vorbereitet. Ich habe doch kaum Pfeile dabei. Naja, okay, wir haben 50 Bolzen und wir haben den Spieß. Man könnte es eventuell versuchen, aber ich möchte es eigentlich gar nicht. Ich denke, wir müssen es. Wir müssen es wohl einfach wagen. Wo bist denn du? Da hinten? Dann schnapp dir mal dein Armbrüstchen. Zwerg, lauf! Ich mag keine Drachlinge. Ich nicht mag. Lass mich in Ruhe. Mann, rennt er einfach um die Säule rum. Sag mal, spinnst du? Rüste deinen Spieß aus und spieß ihn um. Mann, dann schlag doch einfach in die Luft. Zwerg, was machst denn du? Ich habe es viel Anfänger. Der ist aber auch ein bisschen agiler, muss ich sagen, als der letzte, mit dem wir gekämpft haben. Und schubsen tut er. Mann, lass mich in Ruhe. Da liegt noch die Kurbel. Bomben, Alter. Was machst denn du? Warum bist du so schnell? Bleib doch mal stehen. Haben die Entwickler da irgendwas gepatcht? Das ist doch nicht euer Ernst. Bin ich ja gar nicht gewöhnt hier. Gegen Gegner zu kämpfen, die sich auch noch wehren. Vernünftig. Und mitdenken. Und ich habe wirklich das Gefühl, es gab einen Patch und ich habe es nicht mitgekriegt. Kann das sein, ihr Lieben? Hat das irgendjemand mitbekommen? Alter, so haben die mich doch sonst nicht verfolgt. Oh mein Gott. So, wir suchen uns mal irgendwo. Alter, was machst denn du? Ist doch nicht dein Ernst. Achling. Seit wann funktioniert deine Wegfindung? Also das könnt ihr doch wirklich nicht mit mir machen. So mittendrin auf einmal starke Gegner reinbauen, die auch noch stark sind und sich auch noch wehren. Wer hat sich denn das ausgedacht? Wow. Wer hat sich denn das ausgedacht? Also sag mir bitte mal Bescheid, habt ihr da was mitbekommen? Gab es ein Update? Mir ist auch direkt aufgefallen, wenn ich die Map aufmache, dass ich hier an der Seite die ganzen Orte stehen habe. Das war doch vorher auch nicht so. Ich muss gleich mal in meine alten Videos schauen. Das macht mich jetzt ein bisschen kirre. Jetzt steht der wieder rum. Und tut nichts. Also bist du nicht komplett gepatcht. Wäre natürlich schön, wenn ich meine Pfeile mal aufheben könnte. Habe ich dich getroffen? Das ist ja echt ein Ding. Wie agil der auf einmal ist. Da kommt er wieder angerannt. Auf, Zwerg! Mann, bleib doch nicht einfach irgendwo stehen. Habe ich irgendwas zu essen dabei? Natürlich habe ich nichts, aber ich glaube, ich muss mich gleich erstmal von hier verabschieden. Und würde sagen, dann kommen wir eventuell mit dem Haufen Pfeil nochmal wieder und versuchen das dann auf eine andere Art und Weise. Wo bist du, kleines Schnuff-Schnuff? Ist nicht dein Ernst, versteckst du dich? Da ahnt man nichts Böses, kommt hier hin und hat auf einmal einen Gegner, der sich wehrt. Ich sehe ihn nicht mehr. Die haben euch doch nicht ernsthaft KI reingepatcht, die vorher nicht da war. Mach mal die Fackel an.
Ich bin gerade ein kleines bisschen schockiert. Da ist der jetzt. Was machst du denn da hinten? So, rein ins Loch, Zwerg. Ich befürchte, dass meine Pfeile dafür nicht reichen. Beziehungsweise meine Bolzen. Da kommt der Scherz. Schaut euch mal an, wie agil der plötzlich ist. Ist doch nicht euer Ernst, Leute. Ich brauche doch immer noch bessere Waffen für sowas. Geh hier rein. Und dann auch noch die Tatsache, dass man während man nachlädt nicht rennen kann. Unfair. Wir haben noch ein paar Pfeile. Ob das reicht, da bin ich mir echt nicht sicher. Ich meine, ich finde es ja gut, dass die Gegner jetzt ein bisschen anspruchsvoll sind. Aber wenn man die ganze Zeit gegen Gegner gekämpft hat, die im Prinzip null KI hatten, beziehungsweise einfach blöd stehen geblieben sind irgendwo und sich haben austricksen lassen, dann ist das schon eine ganz gewaltige Hausnummer hier auf einmal. Dann bin ich ja mal gespannt, was der Troll so macht. Eigentlich wollte ich heute einen kleinen Ausflug mit euch Richtung Troll machen. Habe ich dich? Habe ich dich? Nein, du lebst doch noch, oder? Du lebst doch noch. Warum? Zwerg, lauf, lauf, lauf. Meine Güte. Komm, fall doch mal auf. Wir haben nicht mehr so viele Pfeile. Bolzen. Bolzen, Grimbart. Bolzen. Bolzen sind keine Pfeile. Wo steckst du, Drache? Wo steckst du, kleines, mieses Vieh? Ich höre dich, aber ich sehe dich nicht. Du bist schon wieder da hinten hingerannt. Du hast echt einen Affenzahn drauf, Alter. Kommt er. Ja, bleib doch mal da stehen. Und stirb doch einfach mal, bitte. Also das sind ganz andere Gegner auf einmal. Haben wir ihn. Wir haben ihn erwischt. Leute, Wahnsinn. Wir haben ihn erwischt. Mit dem Bogen. So ein kleiner Drecksack. Aber es hat irgendwie dann doch geklappt. Wundervoll. Dann können wir jetzt das schöne Ding hier reparieren. Es fehlte noch. Es fehlte eigentlich noch die Kurbel. Die lag doch hier unten, oder? Schnappt ihr bitte die Fackel. Und macht hier überall ein bisschen Licht an. Aber pass auf, was du da reinschmeißt. Bitte. Nimm nicht immer unser gutes Holz. Genau, Kohle kannst du nehmen. Da haben wir noch genug Wunder. So, jetzt renne ich wieder 28,357 Mal an der Kurbel vorbei. Na, auch das noch, Leute. Lass mich doch in Ruhe. Kann auch nicht sein. Ich will jetzt nicht kämpfen. Ich bin doch überhaupt nicht mehr vorbereitet. Gib mir nur diese blöde Kurbel und dann gehe ich auch schon wieder. Also ich weiß, wenn ich jetzt gegen euch kämpfe, dann werde ich sterben, weil ich einfach keine Lebensenergie mehr am Start habe. Und wenn die auch noch schlauer geworden sind, ja, Prost Mahlzeit. Dann geht's aber rund. Und wir laufen mal ein Stück zurück. Vielleicht können wir euch auch einfach weglocken. Na toll, Zwerg. Ich vermute, dass... Oh, lauf, lauf, lauf. Werden wir hier nicht überleben. Darum, ich teleportiere mich, wenn es klappt, einmal ganz schnell irgendwo hin. Nein! Zwerg! Zu langsam. Na, zum Glück wachen wir hier auf. Meine Güte, das ist aber eine harte Nummer. So, geh mal zurück. Eventuell sind die Gegner jetzt nicht mehr da, hoffentlich. Wir sammeln alles ein. Doch, es sind noch Gegner am Start. Irgendwo wird gekämpft. Bleib mal hier oben und zieh dich wieder an. Und dann gehen wir einmal kurz reparieren.
kämpfen die Bären, Leute. We got Orks. Ja, wir got Orks. Können wir eine Reparaturstation bauen? Können wir nicht. Uns fehlen Eisenwaren. Aber ich gehe einmal kurz zurück, nochmal reparieren. Und dann kümmern wir uns um die Schmiede. Und das Teleportieren, das ging jetzt wunderbar schnell. Das ist sehr schön, wenn ich dann ausnahmsweise mal nicht schneiden muss. So. Ist da eine Pilze? Ich koche jetzt nämlich nichts anderes. Wir haben mitten in der Nacht. Das ist toll. Wir müssen ganz nach unten. Durins Fluch finden. Würde mich jetzt auch mal interessieren, das werden wir wahrscheinlich gleich erleben, ob die normalen Gegner, wenn wir jetzt mit denen kämpfen, auch gefährlicher geworden sind. So, schnapp dir das, schnapp dir die Fackel und nimm den Schild auch in die Hand. So, ich glaube aber, es sind jetzt gerade keine Gegner mehr hier. Was gut ist, wir machen uns aber ein bisschen Licht an. Und jetzt, wo liegt diese blöde Kugel? Da liegt sie doch. Sie war gar nicht so weit weg. So, alles klar. Reparier die Schmiede. Und dann wollen wir doch noch einmal diesen wunderschönen Spektakel beiwohnen. Geh auf und entzünde dich. Warum leuchtet es da hinten nicht? Ey, mach keinen Scheiß. Guck's dir an. Wunderschön, der liebe Herr Zwerg. Das Feuer entfacht. Die Schmiede ist entflammt. Sehr schön, das ist wunderschön gemacht. Wahnsinn. Aber ich finde trotzdem, liebe Entwickler, ihr hättet ein klitzekleines bisschen mehr Vielfalt an den Tag legen können, was diese Schmieden und vor allen Dingen das Reparieren angeht. So, und dann schauen wir mal. Wir können ein rotes Schwert von Nogrod bauen. Das braucht Nogrod Stahlbarren. Wir brauchen Eisenholz und wir brauchen Feinleder. Die Axt von Nogrod auch mit Nogrod Stahlbarren, Eisenholz und Feinleder. Feinleder dürfte kein Problem sein. Ich denke, das kriegen wir hin. Ja, die Frage ist, wie bauen wir Nogrod Stahlbarren? Ich schaue einmal kurz in die Rezepte. Dann sehen wir einmal, na, hier ist falsch. Da ist die Rezeptliste. Und dann gucken wir einmal. Hier können wir die gar nicht herstellen. Ufernschmelzofen, hier können wir das machen. Und wir brauchen Sonnensteine. Ich dreh durch, Leute. Ihr Lieben, ich verzweifle. Ich weiß nicht mehr, was ich tun soll und wo ich noch überall suchen soll, aber wir haben ja noch genügend zu tun, genug zu entdecken. Ich versuche es weiter und ich suche diese vermaledeiten Sonnensteine und vielleicht werden wir den einen oder anderen finden. Ich würde sagen, wir beenden diese Folge ein bisschen kürzer als sonst eventuell. Aber heute ist leider ein bisschen Zeitknappheit. Ich hoffe, euch hat diese kurze Folge trotzdem gefallen. Wenn ja, liked das Video, abonniert den Kanal und lasst viele, viele Kommentare da. Ich freue mich auf euch. In diesem Sinne bin ich raus. Euer GameBro.